Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Thronebreaker für die Switch. Ja, wie gesehen bin ich jetzt hier auf dem Weg zum Anwesen von dem Clayton, weil angeblich hängt er ja mit den Streunern zusammen. Wir müssen mal schauen, wo es in welche Richtung es da so zieht. Aber jetzt haben wir gerade das Kloster wieder gereinigt sozusagen und die haben alles zurückbekommen. Und ja, jetzt gehen wir mal hier weiter. Hier liegen ein paar Leichen. Weiß man, wir hier ein bisschen. Was ist mit hier? Ein bisschen leckere Holz, wollte ich gerade sagen. Eure Majestät, die Streuner von Spoller haben das gesamte Dorf niedergemetzelt. Laut Zeugen hatten sich Leute geweigert, den Lumpen zu helfen. Haben wir Geld und diese Armen sind auch nicht Begräbnis zu geben? Klar, haben wir das. Diese blöden Streuner, ne? Die werden wir auch nicht los. Oh, da hinten liegt auch noch was, da rennen wir mal hin. Da haben wir schon das Geld schon wieder drin. Was ist ein Drache? Ein Drachen hatten wir noch keinen Kampf, ne? Wollen wir ausprobieren? Wir probieren mal einen Drachen aus. Ui, geht doch sofort los. Ist es nicht amüsant, wie geflissentlich die Priesterin anderen um den Schutz der Göttin anflehen, während sie selbst sich mit Mauern umgeben? 9 Fuß hoch, beinahe 3 dick, aus festem Stein. Ein besserer Schutz als selbst das inbrünstige Gebet, ganz ohne Zweifel. Bedenkt mal das Gebiet, in dem sie ihren Tempel richten, ist es wohl am besten so. Okay. Standardkampf, gehen wir mal rein. Drache-Kartenspielkarte ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber okay. Wähle eine Karte zum erneuten Ausziehen aus. Lass uns mal so. Okay. Hat der Drache da oben? 4 Runden wird er wahrscheinlich irgendwas machen, aber was macht er nach 4 Runden? Status Effekt, der eine Einheit erlaubt am Rundenende auf dem Schlachtfeld zu bleiben und in diesem Fall ihre Basisstärke wiederherstellt. Er verschlingt andere Einheiten und verbessert sich. Okay. Nicht so gut, aber wir probieren es trotzdem mal. So. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. So. Hätten wir jetzt erstes legen sollen, wenn wir rein, ne? Na gut. So, machen wir trotzdem mal. So. Der ist scheiß weggenommen. Blödes Viech. Na gut. Ah, vielleicht nicht so clever, aber dafür hat der Drache nicht mehr so viel Power. Das ist aber nicht so viel, wie ich sehe. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Na? Okay. Ich passe einfach mal.
Oh. Okay. Obwohl. Ah. Tatsächlich gewonnen die erste Runde. Nee, gar nicht. Okay. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, ne? Aber ich muss auch mal eine Runde aufgeben können. Nächste Runde, die uns bietet. Oh Mann, ey. Ha. Ey, welch tolles Los. Hat gepasst. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Wir müssen nicht wissen, warum. So, passen wir auch mal. Okay, das hat er natürlich absichtlich gemacht, um uns da irgendwie aus der Reserve zu locken oder sich. Und haut jetzt nochmal wieder richtig rein. Okay. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Na? Wieder und wieder und wieder. Ich komme, ich komme. Eieiei. Oh. Okay. Ich brauche ein Ziel. Schütze zu Diensten. Oh, fiese Viecher da, ne? Kann man mal sagen. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Okay. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Ah, scheiße. Na gut. Ja. Da ist schon relativ viel Punkte da, ne? Also ich weiß nicht, was er danach da jetzt groß was machen kann.
Kann natürlich gleich noch fressen, der Typ. Musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ja, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Wenn ich das erstmal reißen kann, aber ich hab hier ein paar. Yes! Siehste. Das war auch gut. Weiter geht's. Lyrische Aberläste. Ja. Letzte Mal, dass du so eine Novizin gefressen hast. Das Glück ist uns geeinigt. Die Priesterinnen haben meine Geschichte und meine Geheule abgekauft. Sie haben mich als Schüler aufgenommen, aber es war immer noch schwierig, den Kellerschlüssel in die Finger zu bekommen. Den habe ich jetzt aber auch. Ihre Reichtümer sind bis an die Decke gestapelt. Wahrlich gelobt seien die Götter. Warte morgen Nacht unten am Fluss der Südmauer auf mich. Ich werde tragen, so viel ich kann. Halte die Augen offen. Ist zwar wahrscheinlich nur ein Ammärchen, aber ich höre, im Wald hat sich etwas Scheußliches eingenistet. Okay. Was mit dem Schlüssel? Können wir definitiv noch weiterkommen? Naja. Wir rauskommen. Ah, hallo? Jetzt mal. So, jetzt müssen wir zum Clayton anwesen. Hier gibt es noch einen Ghoul-Puzzle. Sollen wir das mitnehmen? Müssen wir wohl, ne? Mewe stand am Ufer des Dachsbachs, eines eher kleinen Flusses mit starker Trümmerung, den ein finsterer Ruf vorauseilte. Kennt deine Fischerboote, Kleidungsstücke, die den Weißschwalben aus der Hand gerissen wurden, Kinder, die am Ufer spielten und plötzlich verschwunden sind. Die Einheimischen hegen schon lange den Verdacht, dass sich etwas Niederträchtiges unter dem reißenden Strom verbirgt. Töte alle Ertrunkenen, halte alle Verbündeten am Leben. Manchmal ist nur ein Schaden nötig, um aus gerade ungerade zu machen. Versuchen sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ah, so, jetzt zeigt's auch. Okay. Ein Bolzen, mehr brauche ich nicht. Ich stecke diese eine gerade verschieden. Okay, müsste der eigentlich der eine ja. Wenn ich jetzt. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Aber jetzt passiert ja gar nichts mit denen, ne? Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Okay, aber die Richtung. Okay. Also, wenn sie gerade sind, dann laufen sie. Wenn sie ungerade sind, laufen sie nicht. Da muss man noch. Gucken, was wäre.
Schütze zu Diensten! So. Die rotieren jetzt und es ist nur einer oben, der mehr Schaden machen kann. Genau. Um den nicht zum Laufen zu bekommen. Die würden ja auch laufen da oben. Müssten wir die jetzt erstmal alle stilllegen da oben. So, die laufen jetzt nicht mehr da oben. Dafür geht der andere hoch. Gehen wir zurück. Und die stellen wir rein. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Oh, jetzt ist er da oben. Nee, es war verkehrt. Ah, es war verkehrt. Genau, es war verkehrt. Ich weiß jetzt wie. Oder jetzt. Okay. Bin mir jetzt ziemlich sicher, müssen wir es so machen. Pass mal auf. Jetzt machen wir einen Schaden. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Weniger? Hauen wir die alle runter auf 3, dass die sich nicht mehr bewegen können. Jetzt ist der da oben. Wir holen die Karte zurück. Der Entzug geht dann nach vorne. Kann nichts hauen, weil nichts da ist. Hören ihn ein. Was der hier? Ich brauche ein Ziel. Okay. Ich kann nicht mehr. Ach, passt trotzdem nicht. Mann, was ist denn da los? Jetzt habe ich meine Reihe genommen, war natürlich bescheuert. Aber es wäre ja auch egal, ich hätte ja oben nicht alle zerstören können. Aber warten, wir versuchen es nochmal. Also. So. Ich brauche ein Ziel. Gut. Oh, den können wir auch stehen lassen, da oben fällt mir ein. Dann müssen wir gleich zurückholen, oder? Wir könnten, glaube ich, so machen. Pass mal auf. Wenn er runterkommt, gibt er einen Schaden. Mach mal. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Kann ich hier selber zurückholen? Darf ich auch gleich setzen? Nee. Habe ich doch falsch gedacht gerade. Schade. Nee, ich habe doch nicht falsch gedacht. Ich habe richtig gedacht. Sehr gut. Und jetzt den kleinen. Schütze zu Diensten. Ah, schon knifflig. Schon knifflig, muss man sagen. War schon sehr knifflig. Sehr knifflig. Wirklich sehr knifflig. Aber sehr cool auch. Also war auch wirklich sehr cool. Mein Sohn, Eintreiber sind wieder nach Falkenbrand gekommen. Wieder einmal beleben wir gerade so, damit unsere geliebte Königin noch einen Teppich aus Serikania importieren kann. Soll sie doch die Teufel holen. Sammle alles wertvoll in die Hütte und ein und wickle es in ein gefettetes Schaffell. Bring es dann raus aus Feld und vergrabe es zwischen den Gaben. Diese verdammten Eintreiber werden sich mit ein bisschen abfinden müssen, was wir hierher geben. Aha. Gut. Gut zu wissen. Rauf aufs Feld, sagt sie. Welches Feld meint sie? Hier oben ist kein Feld, oder? Nee. Doch, hier hinten vielleicht? Nee. War kein Feld, oder? Bin ich ja verkehrt.
Da war ganz, da kommen wir schon dran vorbei. Ja, da runter hier. Das fällt, meint ihr bestimmt, oder? Ah, es ist okay. So. Unsere Moral ist auch ein bisschen niedrig. Aber ich würde sagen, wir schlagen jetzt auch mal ein Lager auf. Erstmal holen wir uns hier noch ein paar Sachen. Okay. Vorsicht. In der Vorsicht. Ja, das ist das Gleiche. Und ein paar. 10 Leute. Auch nicht schlecht. Gut, ich glaube, wir schlagen unser Lager auf. Können wir schon was machen. So. Zelt der Königin. Machen wir jetzt mal nicht. Messezelt. Ausbildungsplatz. Hört sich gut an. Plünderer-Quartier. Kostet so und so viel. Sollten wir machen. Gewährt nach jedem gewonnenen Coin 75. Ja, auch nicht schlecht, ne? Machen wir erstmal. Warte mal, gucken wir erstmal kurz bei den Werkstatt gibt. Also, wir werden auf jeden Fall jetzt den Ausbildungsplatz sollten wir jetzt auf jeden Fall machen mit dem Gold hier. Was machen wir? Was? Warum nicht erfüllt? Schauen wir mal. Ach so, kann ich noch nicht. Okay. Ausbildungsplatz verfügbar und im Kommando zu können neue Kampfeinheiten rekrutiert werden. Machen wir mal. Oh, erstmal das, ja. Sehr gut. Welt der Könige, was können wir da noch machen? Was? Nee. Wir machen jetzt hier in der Werkstatt. Quatsch, in der Werkstatt. Was müssen wir auch noch was? Ja. Gut. Wir hatten das Kommandozelt. Um ein paar neue Karten dazu bekommen. Ja, gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Das mit den Karten gucken wir uns beim nächsten Mal an, weil das, glaube ich, müssen wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.